Mein Name ist Julia Richter. Ich war 10 Jahre im Friedrichstadtpalast, im Kinderensemble, so hieß es damals noch, in der Sprechergruppe. Und zwar von 81 bis 91. Also bei mir war es tatsächlich ganz klassisch als Zuschauer die große Begeisterung, also als sehr kleiner Zuschauer. Meine Mama ist mit mir in den Friedrichstadtpalast gegangen. Ich war einfach fasziniert von diesem Clown Ferdinand, der mit seiner Freundin, die hieß erst Trixie und dann kam Quingel, mit vielen Kindern auf einer riesigen, bunten Bühne tolle Geschichten erzählt hat. Und sie sind dann mit mir, oder meine Mama ist mit mir zur Aufnahmeprüfung gegangen. Da gab es die Sprechergruppe und das haben sie uns empfohlen. Und das war meine erste Schauspielerfahrung. Und ich erinnere mich, dass wenn ich auf der Bühne war und wir eben mit den Grillen und den Elfen und den Marienkäfern und wir alle miteinander irgendwie redeten und da irgendwie große Dinge verhandelten, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich bin jetzt auch im Traumzauberbaum. Und dieses Schauspielding, das kam, glaube ich, wirklich viel, viel, viel später bei mir erst. Also Ferdinand sucht den Regenbogen war tatsächlich eins meiner liebsten Stücke, weil Violetta fand ich natürlich toll, die Rolle, dass sich ein Drache in mich verliebt und ich mit diesem Drachen spielen durfte und ich mochte die Rolle sehr, sehr gerne. Und also wir haben einmal auf der Bühne gestanden mit Xylophon und dieses blöde Xylophon stand verkehrt rum. Und wir fingen an zu spielen und merkten, ah, das klingt nicht gut. Und wir versuchten ganz schnell, entweder mit diesem Böbbeln nicht dieses Xylophon zu treffen oder ganz schnell clever umzudenken, warte mal, umdenken, spiegeln, das gelang uns beides nicht. Und es war natürlich, ja, es war sehr lustig. Ob ich jetzt an den alten oder den neuen denke, für mich ist Friedrichstadtpalast tatsächlich Gänsehaut. Ich bin da immer wieder voller Vorfreude und Gänsehaut und natürlich auch großem Respekt und Liebe den Kindern gegenüber, weil ich das einfach schön finde. Ich finde es einfach ganz wertvoll, wenn Kinder da das mit einer eigenen Leidenschaft machen und mit einer großen Freude. Und ich glaube, dass das ein Geschenk ist, wenn man sowas als Kind hat, sowas als Erwachsener hat. Und das ist doch was wunderschönes. Und ich glaube, dieses Gefühl ploppt bei mir immer auf, wenn ich hier bin.